Hallo ihr Lieben, Great Expectations, große Erwartungen. Darüber gibt es Bücher. Das wird nicht selten vertreten, Think Big und so weiter. Was vielleicht eine nicht hinreichend große Lobby hat, sind Small Expectations, kleine Erwartungen. Ich bin ja zu keinem kleinen Teil meines, wie soll man sagen, letztjährigen Daseins, vor allem Bewerbungscoach. Also davon zehre ich auch extrem. Sehr viele Videos, die es hier auf diesem Kanal gibt, sind indirekte, wie soll man sagen, Abfallprodukte dieser Tätigkeit. Also Dinge, die ich dort erlebt habe über die Jahre, die sich halt niedergeschlagen haben bei einem derartig verkopften und theorielastigen Menschen wie mir, wo man dann anfängt, darüber nachzudenken, ganz grundsätzlich über diese Erfahrungen. Was heißt denn das? Was kann man daraus ableiten? Also das ist eine Erfahrung, von der ich ganz gewaltig, neben meinen sonstigen privaten Erfahrungen, wo ich ganz enorm profitiere und die ich halt dann irgendwie verkopfe, theoretisiere. Und daher stammt auch dieses Video hier, also aus meiner Erfahrung aus Bewerbungscoachings letztlich. Und zwar vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen kann man eigentlich sagen, das Kernproblem beim Bewerben, also wenn man in einer Bewerbungsphase ist, und das kann in alle möglichen Bewerbungsphasen sein, es kann zum Beispiel sein, ein Unternehmensgründer, der um Kapital wirbt. Es kann auch Politmarketing sein, also ihr habt ein politisches Projekt und werbt um Unterstützer. Es kann eben auch klassisches Bewerben sein, ich suche einen Job. Es kann Werben um Kunden sein. Es kann auch privates Werben sein, um einen Menschen, dessen Herzen man gewinnen will. Also wann immer man in dieser Werberrolle ist, man wirbt für etwas oder für sich, ist eigentlich das Kernproblem Erwartungsmanagement oder man könnte auch sagen Frustrationsmanagement, und zwar nicht irgendwie, sondern zwischenmenschlicher Art. Ja, also wir müssen dann, wenn wir in so einer Phase sind, unsere Erwartungen an andere Menschen managen. Oder vielleicht ist, weil der Ausdruck managen ist halt stark besetzt. Also zum Beispiel bei mir resoniert der extrem negativ. Ich bin kein Fan des Wortes Management. Sobald das Wort Management fällt, bin ich meistens emotional raus. Deswegen gefällt mir das Wort Moderation besser. Also Erwartungsmoderation, Moderation der Erwartungen, aber eben jetzt nicht an irgendetwas in der Welt, sondern an Menschen. Das scheint mir ganz zentral zu sein. Das ist also sozusagen die Summe aus mit Unterbrechungen 11 Jahren Tätigkeit im Bereich Bewerbungscoaching mit weit mehr als 4000 Menschen in wirklich auch sehr, wie soll man sagen, aufgeladenen Situationen oder in Himmelfahrtskommandos, in vermeintlichen Mission Impossibles, wo man also überhaupt keine Hoffnung hat oder wo die Leute eben schon unglaublich, unglaublich frustrierende Erfahrungen gemacht haben. Das gehört dann auch gefälligst gewürdigt, weil Frust ist eine reale Größe. Damit muss umgegangen werden. Aber eben die Frage ist erstmal, wie kann man denn überhaupt verhindern, dass es so weit kommt? Also ist es nicht unvermeidlich, dass man frustriert wird, wenn man Erwerbungsphase ist? Und ich bin tatsächlich ernsthaft der Meinung, Berufskrankheit, ne? Ich bin verdorben, ich bin halt eben ein ganz spezifischer Mensch mit einer ganz bestimmten Rolle. Und dann wird man komisch, ja, unweigerlich, wahrscheinlich in jedem Beruf, aber vielleicht in diesem ganz besonders. Und dass ich wirklich glaube, es ist vermeidbar. Also Enttäuschungen in Werbephasen, egal um wen ihr wirbt, für was ihr werbt, sind vermeidbar. Aber wie denn? Wie soll denn das gehen? Und da kann man also ganz simpel sagen, es ist also wirklich Küchenpsychologie. Im Grunde wissen wir das alle, nur wir beachten das halt alle nicht. Auch ich beachte es oft nicht oder vergesse es halt oft, trotz meiner vielen Erfahrungen. Die Logik ist also ganz simpel. Wer zu viel erwartet, wird enttäuscht. Und deswegen sind Small Expectations, kleine Erwartungen, ein absoluter Bringer. Das heißt, wenn man nicht zu viel erwartet von anderen Menschen, können diese Menschen überhaupt die eigenen Erwartungen übertreffen? Das ist auch zum Beispiel das Geheimnis vieler erfolgreicher Langzeitbeziehungen, dass man nicht die Erwartungen an den anderen in den Himmel wachsen lässt, sondern dass man sie bewusst flach hält. Jetzt gibt es da mehrere Probleme. Unter anderem gibt es ein Problem. Also wenn man das jetzt wirklich umsetzen wollen würde oder ernst nehmen würde, dieses Small Expectations Imperativ. Ja, ich liebe ja Imperative. Ja, okay, also. Es gibt zum Beispiel den Effekt. Jetzt habe ich mich doch schon mal aufgerafft, jetzt muss es doch auch klappen. Also weil die Menschen sich, weil wir uns schwer tun, auf andere zuzugehen, wir jetzt Energie aufgebracht haben, das ist halt ein Investment, ist die Situation aufgeladen über diese Energie. Also man musste sich also sehr motivieren, jetzt die Bewerbung loszuschicken oder den Anruf zu tätigen oder auf den anderen hinzugehen, zu einer Veranstaltung zu gehen oder was auch immer zu tun. Unterlagen fertig zu machen und was da noch alles gibt, was man tun kann.
Und man hat sich also Energie aufgewandt und weil man aber Energie aufgewandt hat, ist die Situation jetzt geladen. Und das kriegt dann halt so etwas bisschen Zwanghaftes, ja. Also es ist so, man will die Situation erzwingen und das merken halt andere Menschen und das tut ihnen halt nicht gut. Also im privaten Dating, Flirten kennen wir das. Also wenn ich halt uncool werde, weil ich einfach zu viel investiert habe, dann bin ich halt nicht mehr in der Gelassenheit da und andere Menschen können das wahrnehmen und finden mich dann wenig attraktiv, weil ich halt nicht an sich unattraktiv bin, sondern weil ich so zwanghaft da bin, weil ich es derart versuche zu erzwingen. Und das heißt, eigentlich geht es darum, sich systematisch Erfolgserlebnisse aufzubauen und zu generieren. Und was aber ein Erfolg für dich ist, ist ja natürlich wieder relativ zu deinen Erwartungen und auch natürlich relativ zu deinen Rahmenbedingungen zu deinem Erfolg. Aber da kann man kalibrieren. Also was wir als Menschen als Erfolg erleben, darauf haben wir ein Stück weit Einfluss. Nicht zu 100% natürlich, aber wir können doch so ein bisschen gucken, was kann ich realistischerweise als Erfolg deklarieren, sodass ich es auch als Erfolg erlebe. Also ich rede hier nicht von, ich rede mir ein, ich bin erfolgreich. Das wäre mir too much. Aber ich rede auch nicht nach der Devise, es ist rein objektiv und das ist halt ein Erfolg, das ist halt ein Misserfolg, das ist halt so. Ja, also es liegt wohl irgendwo dazwischen, dass ich also mir mal überlegen kann, wie muss ich mir die Dinge hinlegen, dass ich sukzessive Erfolgserlebnisse habe und eben nicht ganz erst ganz am Ende des Prozesses. Also zum Beispiel, wenn ihr Investoren sucht, der Investor hat den Vertrag unterschrieben und ist ein guter Investor, mit dem ihr eine langfristige Partnerschaft eingehen könnt und nicht jemand, der euch auspresst, der nur Rendite sehen will. Oder wenn ihr um Menschen wirbt, ist es also nicht nur, wenn ihr mit dem fest zusammen seid, irgendwie 5 Kinder habt oder wenn er mit euch ins Bett steigt oder was auch immer, ja. Also nicht das ist erst der Erfolg oder wenn ihr klassische Bewerbung macht, also bei einer Firma, um eine Festanstellung, um einen Job, wenn ihr halt den Vertrag unterschrieben habt, dann ist es ein Erfolg, sondern es geht praktisch um die Stufen davor, dass man also sozusagen bereits davor Erfolgserlebnisse hat, die Dinge, die man halt als sagt, ah, ich bin auf dem Weg, das macht Spaß. Ne? Also es wird dann nicht ein Monster, das sich selber füttert und man wird immer noch kleiner mit Hut, sondern man wird immer größer im Prozess, weil man halt Erfolg erlebt. Und das kann man sich natürlich selber zurechtlegen, so einen Erfolgsweg, dass man also so Dinge mal guckt, was kann ich denn für mich als Erfolg nehmen, dass ich mir das auch selber abkaufe. Aber schon auf dem Weg, nicht erst ganz, wenn ich ganz am Ende am Ziel bin. Und das führt zu einem zweiten vielleicht Folgeproblem, zu einem Paradox. Ich habe ja gerade zuletzt hier auf dem Kanal ein paar Videos gemacht, die alle in die Richtung gehen, dass wir alle, die meisten von uns, zu klein von sich denken, sich selber zu unwichtig nehmen. Und das scheint ja jetzt völlig im Widerspruch zu nehmen. Ja? Small expectations und think big oder think great. Ja? Naja, da kann man ja fragen, worauf bezieht sich das? Ich würde ja vorschlagen, dass wir tatsächlich von uns selber als möglichst wichtig und möglichst groß denken, also selbstbewusst, wie wir das halt gerade eben noch hinkommen. Das ist bei manchen Menschen erschreckend immer noch tief gestapelt. Also das Maximale, wovon die bereit sind, von sich selber gut zu denken, ist immer noch Tiefstapelei. Ja, also die fühlen sich schon over the top, während die immer noch nicht auf Augenhöhe mit sich selber sind. Also sie denken viel zu klein von sich. Aber gut, man geht halt bis an die Grenze, was man gerade noch vor sich selber vertreten kann. Das wäre mein Vorschlag, genau an diese Grenze zu gehen. Denk von dir so gut und groß, wie du gerade an eben noch das halten kannst als realistisch. Und klein würde ich halt denken, bezogen auf die Erwartungen der Menschen. Also, und das führt dann also zu einer Paradoxie. Also handle ich denn dann überhaupt noch? Wenn ich so wenig erwarte, kann ich dann überhaupt handeln? Und da kann man also ein bisschen, da gibt es ja diese schöne Unterscheidung, also erwarte wenig, erhoffe viel oder erhoffe viel mehr. Das ist so ein bisschen paradox und natürlich steigt einem da manchmal dann einfach das Hirn aus, weil man sagt, wie kann ich das unterscheiden? Hoffen, erwarten, das ist doch das Gleiche, ja. Es ist aber halt trotzdem die beste Art, wie man rangehen kann, wenn man in einer Werbephase ist. Also das heißt, man lässt eine Tür offen, dass wunderbare Dinge passieren können und gleichzeitig erwartet man nichts. Man nimmt den Druck raus für sich selber. Man handelt in völliger, soweit man das kann, Erwartungslosigkeit. Sagt, ja, ich rufe da an oder ich gehe dazu und da kann auch einfach nichts passieren. Die dürfen pumpig sein, die dürfen nicht antworten. Ich bin cool damit, weil ich erwarte nicht mehr. Und alles, was dann relativ zu dieser Erwartung mehr ist, ist ein Erfolg. Ja? Das ist gezielte Tiefstapelei, das ist gezielter Einsatz von Small Expectations. Das ist gutes Frustrations-, gutes Erwartungs-, jetzt sage ich es doch, Management oder sagen wir Moderation, Selbstmoderation im Prozess. Möglichst wenig zu erwarten. Einfach mal davon ausgehen, es geht gar nichts und ich mache es jetzt einfach trotzdem. Ja? Ist der Ruf der Welt erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert? Das heißt, ich erwarte gar nichts, ich gehe von einer ganz düsteren Welt raus, aber lasse ein Hintertürchen für eine große Hoffnung offen und sage möglicherweise auch nicht, ich mache jetzt einfach mal, ich versuche mein Glück. Das ist ein positives Glücksrittertum, wo man sich systematisch selber Erfolgserlebnisse aufbauen kann und da nährt man sich selber.
Jetzt habe ich ja bereits eingangs gesagt, es geht hier nicht um irgendwelche Erwartungen, es geht um die Erwartungen an Menschen. Und dann gibt es wieder ein weiteres Problem. Es gibt nicht ganz wenige Menschen, die denken in diesen Werbefaden, es ginge nicht um Menschen. Ja, das klingt jetzt ein bisschen vielleicht bekloppt oder so, aber so bekloppt sind wir. In vielen Werbephasen glauben Menschen, dass es um sowas geht wie Ziele oder Prozesse oder Verfahren oder Techniken oder Methoden und vergessen, dass das, worum es eigentlich geht, ist, das Herz anderer Menschen zu gewinnen. Es geht also um das, was zum Beispiel Werber, wenn sie gute Werber sind, also Marketingleute, eigentlich wissen, es geht um Emotionen. Und naja, die Emotionen hängen nicht im luftleeren Raum, die Emotionen hängen an Menschen dran. Das sind immer die Emotionen ganz bestimmter Menschen. Die Menschen haben Gefühle und am Ende entscheiden Menschen über den Erfolg. Ja? Und also Menschen, die glauben, es ginge nicht um Menschen, sind, wenn sie in Werbephasen sind, wirklich auf dem Highway to Hell. Also da kann man prognostizieren mit ziemlich großer Sicherheit, dass diese Menschen entweder nicht erfolgreich sein werden oder wenn sie erfolgreich sind, diesen Erfolg bereuen werden, diesen vermeintlichen. Weil das, was dann daraus sich ergibt und was ein vermeintlicher Erfolg ist, über den sich die Menschen auch erstmal freuen, ist meistens die Hölle auf Erden. Ja, das kann, erläutere ich jetzt nicht weiter, das setze ich jetzt einfach. Das ist so. Ja, gelebte Realität aus mehr als 4000 Bewerbungscoachings. Jetzt muss ich unterbrechen. Ich mache nachher weiter mit Teil 2, weil jetzt kommt mein Sohn nach Hause und der hat Vorrang. Ceterum censeo, Demokratia esse sortienda.